Aloha, ich hoffe, es geht dir gut. Es ist 13:13 Uhr. Fantastisch. Das passiert mir seit Wochen immer wieder, dass ich, wenn ich auf die Uhr gucke, habe ich irgendwie eine Schnapszahl oder eine andere magische Zahl. Magisch, in Anführungszeichen. Ich hoffe, ich wollte was zu dem Live gestern sagen. Es war sehr schön und du kannst es heute noch machen. Und das, was wir gemacht haben, hat jetzt auch nicht unbedingt was mit dem Neumond zu tun, sondern das kann jederzeit seine Wirkung, seine Magie entfalten, insofern, als dass es dir jederzeit gut tut, das zu tun, was wir getan haben. Und zwar haben wir zwei Fragen ausgejournalt oder uns gestellt und uns Gedanken darüber gemacht. Und dann haben wir eine EFT-Sitzung gemacht. Also es ist einfach wunderschön gewesen und ich war ganz beseelt. Und ja, den Rest des Abends schwebten wir alle so durch den Raum und dann direkt ins Bett. Habe ich noch was anderes zu sagen? Lass mich kurz überlegen. Ich wollte euch was erzählen. Und zwar hatte ich gestern lustigerweise an denselben Gedanken, den meine Tochter dann auch irgendwie hatte, also wo das dann gepasst hat und wo wir dann darüber gesprochen haben. Und zwar hatte ich als Kind und als Teenager auch immer den Gedanken, irgendwann habe ich es. Irgendwann habe ich es. Ich habe es. Dann habe ich es gefixt, dann kann ich es, dann weiß ich es, dann tue ich es. Nun habe ich in ein paar Tagen Geburtstag, werde wieder ein Jahr älter und durfte mal wieder feststellen, nee, es ist tatsächlich nicht so. Beziehungsweise ich war eigentlich total überrascht, dass ich immer noch dachte, es geht, dass man irgendwas begreift und dann ist es so. Aber so funktioniert das Leben, glaube ich, nicht. Laut meiner Erfahrung gilt es sowohl für Gewohnheiten, wie sagen wir zum Beispiel jetzt gesund leben, dass du durchaus immer mal wieder in was anderes hineinfällst. Einfach bedingt durch Umstände, weil es dich triggert oder weil es dich, ja, und das Unterbewusstsein dich irgendwie denkt, es beschützen zu müssen. Als auch für so limitierende Glaubenssätze, von denen du dachtest, du hättest daran schon gearbeitet, beziehungsweise du hast schon daran gearbeitet und dann merkst du, oh, es gibt noch eine Schicht tiefer, es gibt noch eine Wurzel, die du rausziehen darfst, etc. pp. Und das ist ganz lustig, dass sich meine Tochter auch genau darüber auch Gedanken gemacht hat. Und die Nachbarskinder machen Kindergeburtstag mit Poolparty und sind so krass laut. Egal. Deswegen kurz ein anderer Raum. Genau. Also es geht immer noch ein Stück tiefer. Und es gibt immer noch mehr zu entdecken. Und einerseits ist es natürlich manchmal nervig, weil du denkst, mein Gott, jetzt muss ich da schon wieder ran. Jetzt muss mich schon wieder bemühen, nicht zu snacken. Oder so und so. Und andererseits, es gibt eine Themen, es gibt Themen, die bearbeitest du einmal oder zweimal und dann bist du durch damit. Aber es gibt auch Themen, die bearbeitest du dann lebenslang und da gehst du immer tiefer. Und das ist aber auch was Schönes. Es kann was total Tolles sein, weil dein Leben dadurch überhaupt nicht langweilig ist. Du kannst immer dich noch weiterentwickeln. Hast immer die Chance auf Wachstum, immer auch mehr entdecken. Also dein Leben zu einem absoluten Abenteuer zu machen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist auch der Sinn des Lebens. So, und warum ich dir das jetzt erzähle, liegt einerseits daran, dass ich dich quasi nochmal ermutigen wollte und dir sagen wollte, also wenn jetzt gerade alles irgendwie wieder schwer ist oder wenn in den letzten Jahren was schwer war und du das Gefühl hast, Mann, verdammt, ich will aber das Leben von 2019 wieder haben und jetzt ist schon Mitte 2022 und es läuft immer noch nicht rund. Du bist nicht allein. Auch wir anderen haben immer mal wieder Situationen, wo wir wieder anfangen, aber wir starten nie von null. Also wenn du zum Beispiel Sport schon mal in deinem Leben etabliert hattest und dann hattest du eine längere Pause aus welchem. Fröhliches Zimmerhopping, das Teenie-Kind wollte ihr Zimmer wieder haben. Also du startest nie von null. Es wird dir leichter fallen, dann wieder in die neuen Gewohnheiten reinzukommen. Und bei den limitierenden Glaubenssätzen ist es so, dass du dich noch ein Stück mehr befreist. Allerdings habe ich in dieser Coaching-Bubble festgestellt, dass, ja klar, man soll sich als Experte positionieren. Das ist ja auch richtig. Also man will ja auch als derjenige, der was weiß, wahrgenommen werden. Ich denke aber, man sollte aufpassen, wenn jemand so tut, als hätte er den Heiligen Gral gefunden. Klar, die Methoden, also in dem Sinne hat man ihn ja auch gefunden, aber man wird ihn trotzdem die ganze Zeit immer und immer wieder anwenden müssen. Genau. Das wollte ich noch sagen und warum ich euch das erzähle, klar, um euch zu ermutigen, für euer Leben und eure Träume und eure Visionen loszugehen, euch das Leben so schön wie möglich zu machen, aber auch, weil ich erklären möchte, warum ich
jetzt was anderes mache oder den Fokus ein bisschen anders gelegt habe. Also all die, die mir schon ewig folgen, die wissen das. Ich erzähle schon seit es Instagram Stories gibt, solche Stories. Aber jetzt habe ich gemerkt, und ich mache das natürlich nicht nur bei Instagram, sondern ich habe es schon immer und überall getan, immer wo ich war, immer wenn ich was Neues wusste, was Neues gelernt habe, dann habe ich meine Umwelt daran teilhaben lassen. Und ja, bin immer wertschätzend mit allen umgegangen. Und deswegen, welcome to my not so new world, weil nicht neu, aber vielleicht eventuell neu für dich. So, ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Wir sehen uns bald und guck gerne auf den Blog.